Willkommen zurück hier! Ey, wir sind hier im stockfinstersten Nebel und müssen uns mit ekligen Schleimfropfen rumschlagen. Ganz toll. Nun gut, machen wir wie immer das Beste draus. Und nehmen einfach mal fröhlich weiter ein, so der Titanpanzer ist schon richtig ready. Geil. So. Genau, ich brauchte hier Sprit. Kurz in den Wald. Ja, gut, hat geklappt. Ja, wie bringe ich jetzt den euren Schleim da damit dazu, dass ich ihn sehen kann? Ach nee, hier einnehmen würde nichts, würde kaum was bringen. Ach, verdammt, ey, ich kann nichts machen. Das ist echt. Ich fühle mich so hilflos. In den Wald. Da ist es kalt. So, da sollte ja nichts passieren. Ich glaube, sie die ganzen fetten Einheiten hat sich bloß nach oben. Ach ja. Na gut. Tschüss, Mann. Dum-bam. Ich mach jetzt einfach mal seine Gabe. So. Ganz schön stark. Genau wie ich. Oh, wow. Die Geldsegen. Und zwar 55.500 Geld, Mann. Das haut rein. Stark ist er natürlich jetzt deswegen trotzdem noch nicht. Das ist ja erst bei seiner zweiten Gabe so der Fall. Aber ich finde das trotzdem cool. Komm schon, Speer. Yeah, super. So, dann kann ich einfach mal in den Wald fahren. Mal gucken, welche Eingebung er hat, um da wieder auszuweichen. So, das heißt, er kann überhaupt nicht weit fahren. Aber der leider. Aber ich kann ihn hier hinstellen. So, da kommt keiner hin. Was heißt, dass ich den hier hinstellen kann? So, dann mal einloaden. Okay. Und dann einfach wechseln. So, okay. Alter, so viel Geld, ey. Wenn die jetzt einen Gabenklau macht, ey, dann sieht sie so viel ab. Inzwischen die kleine Cat, die sieht mich gar nicht nett. Die sieht mich wirklich nicht. So, jetzt haben wir das Helium vor unserer Nase. Und wir sollten es doch schleunigst töten. So, er zieht ja richtig viel ab. Obwohl ich Angst habe, ob hier einer draufsteht, weil das wäre echt scheiße. Da muss ich erstmal gucken. Ich hab's gewusst. So. Dann stell ich mal vor, ich hätte jetzt euren Schleim angegriffen. Mit einem. Mit dem Megapanzer, hätte ich noch vom Haus aus von der anderen Seite angreifen wollen. Das wäre nicht gegangen, denn wäre ein Panzer down. Ein Panzer wäre down. Man glaubt es kaum. Ja, dann ist das Helium halt im nächsten Zug dran. So. Und ich muss hier irgendwo mal Rast machen. Irgendwo. Ich weiß noch nicht. Wo genau. Obwohl, jetzt könnte ich den eventuell schaffen. Warte mal, wie viel zieht der ab? 31 nur. Was, wenn hier eine Falle ist? Keine Falle, dann machen wir die doch jetzt schon platt. Feuer! Bevor die Kanonenkugeln auf ihr saugt. So, Mann. Ach, hier, der kann ja noch weiterfahren. Gut. 31. Damage, oh yeah, yeah, yeah. Übrigens, ne, genau, egal wie stark das scheiß Vieh ist, es, ja. Egal, also wenn es nur noch, selbst wenn es nur eine Energie hat, kann es einfach einen Megapanzer mit einmal aufsnacken. So, Leute, ich habe Megagabe voll. Würde ich gerne machen, weil dann könnte ich noch mehr hier reinkloppen. Und die Raketen, erinnert euch, ich mache das einfach noch. Auch wenn ihr Zug vorbei ist, die Raketen sind jetzt sehr gut, um Vorarbeit zu leisten für Sascha und Colin. 120 Glücksattacke! Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Da ist das fies und los, Jake! Jetzt bist du noch dran! Jung! Alrighty then! So, dann gibst du das hier bald mal ein, so der kann mal kurz nachtanken. Alter, dieser wird ein Mega-Panzer, ey! Sowas von übel. Aha, eine Falle. Aha, wen haben wir denn da? So wird hier schön nach und nach die Sicht erweitert. Zooms. Boom, okay. Hey, ich kann sogar. Oh, wie geil. Einfach hochgefahren zu den Blauen. Und in den Wald noch geparkt. Perfekt. So. Alter, 264. Das N64 ist war gestern. Jetzt zocken wir hier mit Advance Wars 264. So, den kann man ja mal nach vorne schicken. So, der hat hier Raketen. Oh.
Na, wen haben wir denn da? Den kann ich ohne erwischen, ey. Der hat beinahe eine Rakete gezündet. Hoffentlich sind sie nicht noch mehr. Das fällt mir schwer zu glauben. So, na dann, einfach hier hinparken. Einfach so. Das war nice. So, inzwischen die liebe Sascha und ihr Bruder. Na, die freuen sich schon auf ihren Lohn. Obwohl sie schon so viel Geld haben, denn sie haben geerbt. So, Gabe ist ready. Speer, komm, fahr mal einfach dahin. Was haben sie denn da? Alter, fies, Mann. Ey, das ist gemein. So. Dann kann ich mich sogar hier im Wald verstecken. Alles voll verschanzt. So, ja, dann wird jetzt der Speer ein bisschen auf dem Dach kriegen, aber... Aber hey, ich klau mal die Gabe, wa? Ich erlaube mir mal kurz, die Gabe zu klauen. Alter, bei 63.000. Und die Gabe ist komplett leer. Alter, voll gemein. Das ist fies. Er greift mit dem Vierer an. Na okay, danach bestimmt noch mit dem Oberfetten. Okay, er greift zwei verschiedene an. Ich glaube, sie haben verloren, Leute. Sie hat bloß noch die beiden. Jupp, dann haben sie jetzt verloren. Ich gucke mal, ob ich noch eine coole Rakete einfach so schön landen kann, ohne dass ich selber Schaden kriege. Jawohl. Und boom. Ach, ist schon fies, ey. So, dann nehmen wir hier ein. Knaps, den Flughafen haben wir gar nicht gebraucht. So, der Panzer hier kommt natürlich nirgendwo hin. Aber hier schön reinballern. Und Sascha wird dann den Rest übernehmen. Mit Fernangreifern und so. Und ja. Passiv. Bada, bada. Hm? 2%? Nee, ach warum? Warum soll ich hier rumeiern? So, okay. Wechsel einfach zu Rachel. Swing. So, okay. Wir haben gewonnen, Leute. Das war dann doch auch mal eine verdammt einfache Mission. So, zerstört. Und zerstört. Das Helium hat uns zwar zwei Jagdpanzer gekostet, aber sonst nichts. Na, so etwas. Ich bin enttäuscht. Unser Helium sollte doch alles verschlingen. Wir lassen uns doch nicht von solch einem Schleim besiegen. Ein widerliches Zeug. Euer Schleimklumpen, eure Schleimklumpen sind passé. Merkt euch das. Aha, ihr glaubt wohl, dass wir kein Helium mehr haben? Ich freue mich schon auf die nächste Schlacht. Mist, jedes Mal erwischen sie uns. Flink wie die Ratten. Warum haben sie gerade hier ihre neue Einheit eingesetzt? Heißt das? Ja, es muss etwas in der Wüste geben, das sie unbedingt schützen wollen. Ein Grund mehr für uns, weiter vorzurücken. Ja, wir haben mal wieder einen Sieg davon getragen. Und wir kriegen sogar Punkte fürs Helium. Und wir haben den perfekten Rang S. Sehr schön, oh yeah. Rang hoch. Sag was Schlagartiges, Colin. Wir sind toll. Naja. Das war doch nicht schlagfertig, Mann. Oder schlagartig. Na doch, schlagartig war es schon. So, das war super. Super Mission. Es bleibt bei... Helium-Panik. Oh nein. Warte mal, war das jetzt schon die eine Welt? Dann speichern, klar. Oh yes, this man. Oh. Ich glaube, es könnte schon diese Welt gewesen sein. Die war krass. Und die wird cool. Aber ist auch nicht lang. Ich sehe heute wieder absolut umwerfend aus. Vollkommen makellos. Es ist Zeit, dass ich meinem Gebieter Bericht erstatte. Meinst du mich? Nee. Unsere Zentrale ist also unter der Erde. Hä? Alles läuft wie geplant. Der Monolith saugt nach und nach die gesamte Energie von Omegaland auf. Seid unbesorgt, mein Gebieter. Sehr gut. Es gibt da noch eine Kleinigkeit, mein Gebieter. Da der Plan schon so weit fortgeschritten ist, brauchen wir die beiden nicht mehr. Vielleicht sollten wir sie beseitigen, bevor sie merken, was hier vorgeht. Warte... Wer verbirgt sich dort im Schatten des Pfeilers? Wie bitte? Sieh mal einer an, der kleine Maverick. Ich habe nichts für Leute übrig, die heimlich zuhören. Haben deine Eltern dir nicht beigebracht, dass man nicht heimlich lauscht? Sie müssen von Bolt sein. Wir sehen uns zum ersten Mal, aber ich habe von ihnen gehört.
Sie waren ein älterer Kommandant aus einer ländlichen Region. Nach Sturms Tod sind sie fast über Nacht zum Generalkommandanten aufgestiegen. Es ist ein Rätsel, wie sie so schnell so viel Kraft und Material ansammeln konnten. Sie leben schon unglaublich lang und zeigen sich nie in der Öffentlichkeit. Es ist mir eine Ehre. Du hast mich also gesehen. Daher musst du sterben. Ich bin nicht hierher gekommen, um mir leere Drohungen anzuhören. Antworten Sie mir, von Bolt. Was führen Sie im Schilde? Was erhoffen Sie sich davon, die gesamte Energie des Landes aufzusaugen? Haben wir das nicht bereits besprochen? Diese Dinge gehen dich nichts an. Es ist ein wenig früher als geplant, aber es wäre wohl besser, wenn wir dich und das Kätzchen bald verschwinden ließen. Kommt her, meine kleinen Helium-Einheiten. Kommt her. Heute gibt es etwas Leckeres für euch. Was? So viele? Oh nein. Du kannst nicht entfliehen. Hinterher, meine kleinen Helium-Einheiten. Verschlingt ihn. Die sind immer noch hinter mir her, wenn das so weitergeht. Ah, Maverick, warum die Eile? Cat, wir gehen. Wie, was? Was ist denn los? Wenn du nicht verschlungen werden willst, solltest du dich beeilen. Oh mein, puh, es wird ja immer heißer hier. Alter, ich hab das mitgekriegt, ey, Black Hole hat Cat und Maverick verstoßen. Irgendwo in dieser Rotfelswüste müsste sich die Zentrale des Gegners befinden. Das gibt's doch nicht! Überall nur Sand, Sand und noch mehr Sand! Das ist doch langweilig! Na, ah, gegnerische Truppen! Ist das... Oh nein! Was ist los? Guckt euch das an, Leute! Hey, was ist denn hier los? Überall Helium! 5, 10! Wie viele sind das bloß? Oh, sind das nicht... Es geht weg! Ach, beruhige dich, Cat! Wir müssen einen Weg finden, wie wir die Umzingelung durchbrechen können! Ist das nicht... Cat! Kommandanten Cat von Black Hole! Und das ist Maverick! Sind Sie es, die diese schleimigen Dinger steuern? Ich glaube nicht. Es ist eigenartig. Das Helium ist Maverick und Cat auf den Fersen, aber warum? Was ist das denn? Was ist denn los? Ich verstehe das alles zwar nicht, aber erstmal sollten wir ihnen helfen. Bist du bescheuert, Mann? Das sind unsere Gegner! Selbst wenn sie unsere Gegner sind, wir können sie doch nicht einfach tatenlos... Da sterben lassen, Mann, die sie verschlungen werden, zuzuschauen wäre einfach abartig grotesk. Ich werde sie retten. Eine riskante Entscheidung, das könnte eine Falle sein. Richtig, dennoch stimme ich mit Jake überein. Es ist meine Pflicht, einer Dame zu helfen, die zu um Hilfe ruft. Wir haben keine Zeit zum Diskutieren. Also los, Angriff. Sie können nicht entkommen. Wir werden sie nachher intensiv verhören. Leute, voll krass. Guckt euch das an. Es ist eine sehr kleine Map, aber mit verdammt viel Helium. Und, oh mein Gott, wir haben nur so wenig Einheiten. Und selbstverständlich ist natürlich da wieder mal leider Jake die beste Wahl. Und guckt euch das an, Leute. Wir haben Maverick und Cat in unserem Auswahlbildschirm. Schließen sie sich etwa uns an? Tja, kann man uns eigentlich schon fast sicher sein, oder? So, ich nehme dann einfach mal Chess und Jake. Wir haben nur ein Flugzeug dabei, also ja, das ist in Ordnung. So, die kann ich leider nicht auswechseln, die müssen so bleiben. Okay, ich glaube, man soll sogar Jake mitnehmen. Das ist ja eine reine Ebene. Da kann man eigentlich nur krass gewinnen und so. So, na dann, Leute. Legen wir los. Ja, wir haben nur zwei Flugzeuge. Ja, da ist in Ordnung. Das wird jetzt hart, ey. Das wird jetzt hart. Beginnen. Es geht los. Ready, set, go. Ach, Mission 20. Helium-Panik. Das ist die Hölle hier. Wenn wir die Defensivstärke des Heliums unserer Feuerkraft gegenüberstellen, wird deutlich, dass ein Frontalangriff wenig Aussicht auf Erfolg hat. Gut, wir finden trotzdem einen Weg, wie wir gewinnen können. Okay, was für ein schrecklicher Sandsturm. Ich bin schon lange nicht mehr unter solchen Bedingungen in den Kampf gezogen. Seid vorsichtig. Waffen des Fernangriffs werden durch den Sandsturm stark beeinträchtigt. Ihre maximale Reichweite verringert sich um ein Feld. Maverick, ich trau dem nicht. Vielen Dank für den Hinweis, Maverick. Wenn wir gut zusammenarbeiten, werden wir das Helium schon überwinden. Okay, Leute. Krass, krass, krass. Jedenfalls ist echt erstmal wichtig, also... Ja, man muss... Man weiß ja, die können nur sich ein Feld bewegen und so. Das ist ja alles in Ordnung. Deswegen, erstmal hier schön alle hinstellen. Auch vor allem ist echt wichtig, die Menscheneinheiten. Weil die machen halt sehr viel Schaden. Man glaubt es kaum. Und auch diese ganzen Kleinen hier, die so mega schnell sind... Machen auch schön viel Schaden. Flugzeuge auch, sowieso.
So, wir haben nichts anderes zu befürchten, außer das verdammte Hölium. Aber wenn man immer schön auf Abstand bleibt, kann man immer wieder entkommen und so. Und ja, man darf sich nur nicht einkesseln lassen. Oh nein, auf keinen Fall. So, Tag 1. Da würde ich sagen, können wir noch einmal ballern. Nur 14, ey. Nur 14, das gibt's nicht. So, wir haben einen Maverick hier, der auch mega stark ist. Finde ich also lustig, dass hier quasi... Hier bestimmt sind hier Maverick und Cat hier in dem Transporter drin, so. So richtig übel. So, wir müssen ja nur irgendeinen Sack catchen. Aber ihre eigene Schwäche haben sie uns ja auch schon erzählt, dass Helium nicht von den Gaben beeinflusst wird. Also wenn der Typ seine olle komische Optimaltaktik da oder sein Straßenfeger da macht, wo er sich ja seine Bewegungsradien erhöhen, das trifft nicht auf Helium zu. Das ist gut, wie ich finde. So, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Das sollten wir hier alles schon loswerden. Den werden wir hier alles schon... Und das hier oben, schätze ich mal auch. Warte, nur 4? Ach du meine Güte, ey. So. 35. Fupp, fupp, fupp. So, dann kann der Mensch hier... Guckt euch das an, 30%, ey. Die Menschen machen genauso viel Schaden wie so ein dicker, fetter Panzer. Deswegen ist das hier echt so gut, immer auf Menschen zu zählen. Weil die auch nicht so teuer sind. Boom. Haha. So, bloß nicht vergessen. So, hier kann ich leider nur erstmal den hier machen. Haben wir 2 in einer Runde besiegt, das ist okay. Zack. So, und dann... Ja, komm. Ja, warum nicht? So, und dann hole ich Maverick und Cat erstmal in unseren Reihen. In unsere Reihen. So, schaffe ich den hier noch? Das sind 3. 3. Dann müsste ich nochmal 3 abziehen. Könnte klappen, aber im Notfall klappt es nicht. Und dann wäre ich echt nicht so gut drauf, sagen wir mal so. Aber man kann sich schon mal ein bisschen näher positionieren. Das auf jeden Fall. Genau, den auch, den dicken hier. So, nicht vergessen. Okay, und los. So, Maverick und Cat, haut mal ab. Haut mal bitte ab. Kommt mal her hier. So. Aber es ist auch eine geile Mission, aber die geht doch total schnell zu Ende. Und ihr seht, ihr setzt seine Gabe auch gar nicht ein. Erst zum Schluss, weil das Helium alleine agiert. Da, Lampa. Genau, das war ja auch so. Helium agiert komplett alleine. Da kann man gar nicht, das kann man, glaube ich, gar nicht steuern. Wenn man das später freispielt für den selbst, für den Kreativmodus und sowas. Dann werden wir alles noch am Ende sehen. Wenn wir das Spiel erstmal durch haben. So, dann machen wir jetzt hier noch mehr Helium kaputt. Immer schön eins nach dem anderen. So. Das hier müsste ich auch noch schaffen, dass hier oben ich wieder 2 pro Runde down kriege. Verdammt. Ja, verdammt, wartet mal. Ah, Flugzeug habe ich auch noch. Ja, das geht zwar down, aber dann komme ich nicht mehr weit genug. Verdammt, Mann, der olle Sandsturm. Okay, der kommt noch weit genug, aber... so ein Mist. Wartet mal. Wie komme ich denn noch an den hier ran? Den müsste ich auch noch zerstören. Und dann könnte eventuell... Verdammt, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Schon jetzt. Schön. Kann der noch schießen? Nee. Trifft natürlich genau gar keinen. Ich will jetzt dann auch nicht so was Fette dafür verschwenden. Ja, die können auch Flugzeuge einfach wegsnacken. Fies, aber ist leider so. 35. Und Mann, warum kann ich denn nicht hier hinfahren? Verdammt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, mal ein bisschen gucken. Ja, Mensch, und hier der fette Panzer, das kann ich eigentlich nicht zulassen. Das kann ich eigentlich nicht zulassen, muss ich den fetten Panzer schütze, dann wird mein Titanpanzer aufgesnackt. Verdammt, ey, schafft der das hier echt nicht? Nee, zu riskant. Er könnte es eventuell schaffen, aber... Ich will natürlich auch so keine Menschen verlieren. Er soll aus der Haut fahren, hier ist zum aus der Haut fahren. Warte mal, kann das Flugzeug nicht... Oh, das Flugzeug kann nicht bis hier hinfliegen, ey. Das ist auch kacke. Weil eventuell würde das Flugzeug zusammen mit dem... okay, warte, ich mach's so. Ich mach's mal, ich probier's mal so. Drückt mal die Daumen, dass es doch noch klappt. Wartet mal, jetzt kann nämlich der Speer kommt jetzt nämlich wieder hier hin. Und der Fette hier kommt hier hin. Ich versuch's einfach. Ist halt eine Einheit down, ja, was soll man machen? Eine wird er sich schnappen. Oder? Ja! Doch noch geschafft!
Ach, ey, ist das schön. So, dann... Keine Ahnung, was ich... Oh, warte mal. Nein! Aber okay, gut. Besser nur ein bisschen Schaden kriegen, als eine komplette Einheit verlieren. Ne? Leuchtet ein. Ah, um Gottes Willen. So, und Cat und Maverick haut am besten auch wieder komplett ab. Ihr habt nicht wirklich so viel zu tun. Aua. So, die Mission kann an sich eigentlich relativ schnell erledigt werden. Das Helium blockiert dann auch sich selber. Oh Mann, ey, meine Fernangreifer machen so wenig Schaden, ey. So, so ein Ding schaffe ich jetzt aber auch noch hier. Bumm. Oh, noch eine Special-Gabe hier. Die natürlich mir was bringt. Aber ich weiß auch nicht, wie viel. So. Ordentlich reingehauen, Mann. So, und sag einfach Tschüss. So, dann warte ich jetzt wieder, bis der Rest angeschleimt kommt. Und zwar hier schon mal ein bisschen hier unten positionieren und alles nach und nach weghauen. So, kurz mal hier nachladen. Okay. So, dann kann er immer hier ein bisschen ballern. Den hier unten. Bisschen Schaden macht er denn doch, ne? So. Okay. Und Schleimi. Autsch. Schleim. Meine Schnelligkeit ist cool, Mann. Der freie Fahrt. Bringt dir doch absolut nichts. So, wir sind wieder dran. Ich mache jetzt einfach mal... Ey, Doppelgabe wäre jetzt auch obergemein. So, erstmal hier raufballern. Oh yeah. So, du Olla Schleimbolzen. Sag jetzt einfach Tschüss. So, Sichtfeld natürlich komplett für den Arsch. So. Dann wechsle ich gleich und mache dann Doppelgabe. So, jetzt kann ich hier natürlich... Das ist jetzt natürlich jetzt nicht so cool. Tschüss, I'm out of here. Jetzt muss ich echt aufpassen, das Schleim muss jetzt erstmal ankommen. Wechseln. So, ja, das Maverick oder Cat hier und eine Gabe vollkriegen können wir glaube ich auch vergessen. So, aber sie können wenigstens ein bisschen ballern. Immer schön die Nächsten, die am nächsten sind, zerstören. Ich bleibe natürlich bei Maverick, weil der halt höheren Angriff hat. So, Schleim. Eklig. Echt eklig. So, sollte es jetzt klappen, dass ich hier sofort was rausholen kann, dann wäre das natürlich super. Komm schon, krieg die Gabe voll. Ah. Oh Mann, das ist echt... Ich kann gar nichts mehr machen. Ich müsste die alle schwächen, aber mit Fernangreifern geht das nicht. Warum habe ich hier angegriffen, ich Idiot? Mein schöner Panzer. Ich muss die Gabe voll kriegen. Ich muss angreifen in der Hoffnung, dass ich dadurch die Gabe vollkriege. Die Doppelgabe. Natürlich. So. Zack. Okay. Dann Mensch. Greif einfach an. So. Ey, das gibt's nicht, oder? Das gibt's doch jetzt nicht. Komm schon. Gib ihre Doppelgabe voll. Yeah! Jawoll, ey. Wir müssen den Spieß umdrehen. Jetzt! Wuhu, Raserei. Dum. Jetzt geht's ab, Leute. In Position. Flugzeug natürlich schwächer, aber gleich kommt der gute Jazz. Jake, meine ich. Sorry. So, dann auch in Position. Die Doppelgabe, ey. Ein ums andere Mal rettet sie einen den Bobo. So, jetzt haben wir mit mega fetter Angriffspower hier. Guckt euch das an. 21. Zack, da, 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 da. 40. Ja. Und tschüss, du Helium. Boom. Okay. Ja, zack, down. Wie viel macht das hier? 35. Auf jeden Fall den hier noch. Jawoll. So, jetzt aber wieder auf Sparflamme hier. Definitiv. Genau, dann lasse ich jetzt die oberen vier erstmal ankommen. Obwohl, warte mal, 30. Krassig. Nee. Sparflamme. So, schön alle wieder ein bisschen enger zusammenkuscheln hier. So wird das was. Okay.
Da unten haben wir zwar noch ein Höllium, aber ist ja egal. So, auch wieder ein bisschen kuscheln. Und Leute, dann war's das für heute. Für den Part. Die Mission werden wir dann erst beim nächsten Mal schaffen. Hehehe. Du kannst doch... Was soll... Mann, ey, was soll das dir nur bringen? Absolut gar nichts. Nun gut. Freunde, bis zum nächsten Part von Advance Wars Dual Strike. Wir schaffen das locker. Denn ich glaube, wir werden gewinnen, indem wir alle Einheiten besiegen, oder? Was meint ihr? Wird schon. Ciao!